Von Kopf bis Fuß. Sie fragen, unsere Expertinnen und Experten antworten. Medizin im Dialog digital. Unsere Reihe für Ihre Gesundheit. Krank ohne Diagnose. Hilfe bei seltenen Erkrankungen. Das ist heute unser Thema bei Medizin im Dialog digital aus dem Studio der Uniklinik RWTH Aachen. Herzlich willkommen hier zu dieser neuen Folge. Weltweit sind mehrere 10.000 Erkrankungen bekannt. Man spricht so etwa von 30.000 plus minus. Aber je häufiger eine Krankheit auftritt, je größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie behandelt werden kann, dass Therapiemöglichkeiten vorhanden sind, dass Medizinerinnen und Mediziner die Krankheit kennen und auch wissen, wie sie ihr entgegnen können, wenn sie die Krankheit auch nicht immer heilen können, sondern vielleicht auch nur symptomatisch behandeln können. Aber wie sieht das bei seltenen Erkrankungen aus? Wann überhaupt ist eine Krankheit selten? Wer kennt sich damit aus? Und wenn ich eine seltene Krankheit habe, wer kann mich behandeln oder kann ich überhaupt behandelt werden? All das sind ganz viele Fragen, die wir heute hier bei Medizin im Dialog digital besprechen wollen. Und dazu haben wir Experten und an meiner Seite schon den ersten Experten. Herzlich willkommen, Professor Dr. Martin Möcke. Herr Möcke ist Direktor des Instituts für digitale Allgemeinmedizin mit den Schwerpunkten Patienten ohne Diagnose und Patienten mit seltenen Erkrankungen. Herr Möcke, zuerst die Frage, ich habe jetzt eben von seltenen Erkrankungen gesprochen. Wann ist denn eine Erkrankung selten? Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Gehen wir direkt ins Thema. Ein Patient oder eine seltene Erkrankung wird definiert nach dem Standort natürlich erstmal. Also wir haben eine Definition für Europa, wir haben eine Definition für die USA. Das macht es so schwierig. Aber bei uns hier in Deutschland weniger als einer von 2000 Betroffenen definiert die seltene Erkrankung. Dann ist das eine seltene Erkrankung. Und wie viele seltene Erkrankungen gibt es denn jetzt in unserem Raum, in Anführungszeichen? Also da ist es natürlich auch wieder so, man weiß es nicht ganz genau, aber man schätzt zwischen 5.000 bis 10.000. Also in der Literatur, wenn man guckt, 5.000 bis 7.000 wird immer gesagt. Ich schätze aber persönlich, dass es viel mehr sind, weil die Genetik macht ja immer mehr Fortschritte. Und je mehr wir gucken, desto mehr Erkrankungen werden auch definiert. Und dadurch kriegen wir natürlich auch viel mehr seltene Erkrankungen. Jetzt haben wir mindestens 5.000 bis 7.000 seltene Erkrankungen. Wie viele Patienten stecken da dahinter? Also es müssen ja mindestens 5.000 bis 7.000 sein. Aber wie viele sind es mehr? Ja, also in Deutschland ungefähr 4 Millionen Betroffene. Und man muss sagen, weltweit macht das ungefähr 5% der Bevölkerung auch aus mit Patienten, die eine seltene Erkrankung aufweisen können. Das bedeutet natürlich auch in der Hausarztpraxis, also meinem Metier, dass wir relativ viele Patienten auch mit seltenen Erkrankungen im Patientengut haben. Und lohnt es sich natürlich auch entsprechend vernünftig zu gucken, um diese Patienten auch zu finden. Also Sie sind ja auch im niedergelassenen Bereich tätig. Seltene Erkrankungen sind nicht selten bei Ihnen? Nee, in meiner Praxis nicht und auch an unserem Institut natürlich nicht. Wir haben uns spezialisiert auf die seltenen Erkrankungen. Für mich schon relativ früh ein ganz interessantes Thema gewesen. Und wir haben sehr, sehr viele Patienten bei uns im niedergelassenen Bereich, die wir mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, weil das haben Patienten mit seltenen Erkrankungen natürlich auch, behandeln. Aber jetzt gibt es an der Uniklinik RWTH Aachen etwas ganz Besonderes. Es gibt ein Zentrum für seltene Erkrankungen. Es gibt insgesamt, wenn ich das richtig weiß, 34 an Universitätskliniken. Also das genau. Ist nicht an jeder Ecke. Was ist das? Was muss ich mir als Laie darunter vorstellen? Was ist dieses Zentrum für seltene Erkrankungen? Ist das so eine Art Anlaufstelle? Genau, das ist eine Art Anlaufstelle. Also da arbeiten Ärztinnen, Koordinatoren, Koordinatorinnen. Und die sorgen dafür, dass die Patienten, meistens auch Patienten ohne Diagnose, an die richtige Stelle kommen. Also sprich, wir gucken danach, liegt eine seltene Erkrankung vor. Wenn wir das Gefühl haben, da könnte was vorliegen, gucken wir, in welchen Fachbereich gehören diese Patienten. Und dann wird über diese Fachbereiche dann hoffentlich auch die Diagnose gestellt. Es wäre echt ganz gut, dass Sie darüber gesprochen haben. Also, dass Sie nicht derjenige sind, der jetzt sagt, mein Patient,
Und da mache ich alles, sondern Sie gucken, wo, in welche Fachrichtung gehört der Patient. Und da ist er bestens aufgehoben. Sie teilen also den Patienten mit anderen Fachrichtungen. Genau. Das ist auch die Thematik, die wir auch in der Hausarztpraxis haben. Also wir gucken, dass wir an die entsprechenden Fachärzte vermitteln. Natürlich gucken wir auch bei uns am Zentrum, bei Patienten, die keinem Fachbereich zugeordnet werden können, ob wir selber die Diagnose stellen können. Wir haben auch entsprechende Expertinnen an Bord. Und wenn wir aber das Gefühl haben, ein Fachbereich ist besonders betroffen oder da können wir den Patienten hinschicken, dann tun wir das natürlich auch, weil da sitzen die Experten. Wie weiß ich denn jetzt als Patient, dass ich bei Ihnen richtig wäre? Ich könnte mir jetzt vorstellen, ich habe seit 5 Jahren Rückenschmerzen. Mhm. Bin von Arzt zu Arzt gelaufen, ich habe sie immer noch, keiner konnte mir richtig helfen. Sagen Sie, aha, da ist der Professor Mücke, da gehst du jetzt hin. Oder sagen Sie, nee, das ist nicht das richtige Krankheitsbild. Also eigentlich ist es nicht das richtige Krankheitsbild. Wobei man sagen muss, es gibt natürlich auch Patienten mit seltenen Erkrankungen, die Rückenschmerzen aufweisen. Und da muss man natürlich differenzieren. Wenn Sie Rückenschmerzen haben und damit längere Zeit auch von Facharzt zu Facharzt gelaufen sind und der sagt, ich weiß nicht, was es ist, dann kann es durchaus auch sein, dass der Patient mit einem Rückenschmerz leiden bei uns richtig ist. Aber in den meisten Fällen ist es nicht so. Also erst zum Facharzt. Ja. Wenn der Facharzt nicht weiter weiß, dann zu uns. Zu Ihnen. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt bei Ihnen eine Anlaufstelle für Patienten mit seltenen Erkrankungen und eine andere Anlaufstelle für Patienten ohne Diagnose, oder ist das dasselbe? Das ist dasselbe. Also wir haben natürlich auch Patienten, die sich direkt mit einer speziellen seltenen Erkrankung an uns wenden, also wo wir Hilfestellung geben, wo wir den entsprechenden Fachexperten vermitteln oder wo wir entsprechende Informationen dann auch an den Patienten weitergeben oder auch an den Behandler oder an Familienangehörige. Das kommt auch vor, dass die uns direkt kontaktieren. Aber wir haben natürlich auch die Patienten, die über Jahre oder Jahrzehnte ohne Diagnose durchs Gesundheitssystem rennen. Und für die sind wir natürlich auch Primäransprechpartner dann. Können Sie uns vielleicht so ein Beispiel mal nennen, damit es griffiger ist? Ich habe mal gelesen von einer jungen Frau, die ist 33 Jahre auf Rheuma behandelt worden, hat aber gar kein Rheuma, hat eine Stoffwechselerkrankung. Ja. Ist das so ein typisches Beispiel oder haben Sie ein anderes, noch griffigeres Beispiel? Also gerade bei den Stoffwechselstörungen oder bei anderen genetischen Erkrankungen vor allen Dingen, also diese Erkrankungen sind häufig sehr heterogen. Das bedeutet, also viele Organsysteme sind betroffen, sie sind schwer zuzuordnen und das sind genau die Patienten, wo wir dann genauer hinschauen und wo wir dann versuchen, auch eine Diagnose zu stellen. Aber das sind auch meistens Patienten, die von Facharzt zu Facharzt gelaufen sind und wo die Fachärzte gesagt haben, so, ich kann dir jetzt nicht mehr weiterhelfen. Also ein langer Leidensweg schickt er dahinter. Genau. Ja. Umso dankbarer müssen die Patienten eigentlich sein. Wenn die lange einen Leidensweg haben, dann bei Ihnen Hilfe bekommen, nach vielleicht 20, 30 Jahren, ist ja schon enorm. Aber wie werde ich denn Patient? Kann ich morgen bei Ihnen auf der Praxismatte stehen oder am Klinikum stehen und sagen, Herr Mücke, ich habe das in den Filmen gesehen, ich finde das toll, ich bin der richtige Patient für Sie? Also das bitte nicht tun. Da ist es ganz wichtig, bitte rufen Sie bei uns an am Zentrum. Es gibt die entsprechenden Informationen, die dann die Koordinatorin, also bei uns sind das Damen auch, die melden sich dann bei Ihnen, die geben Ihnen die entsprechenden Fragebögen, also die müssen Sie ausfüllen, die entsprechenden Informationen, die Sie benötigen. Und dann muss man natürlich auch sagen, sind Sie nicht sofort dran. Wir haben auch eine relativ lange Warteliste, wie alle Zentren in Deutschland. Das ist leider so. Das hat auch einfach was damit zu tun, dass wir nicht unendlich viel Personal haben. Aber wir versuchen, Sie möglichst schnell dann auch anzunehmen. Wenn Sie von einer langen Warteliste, lange Warteliste ist für einen Unruhigen länger als eine Woche. Ja. Für den Geduldigen, der sagt, naja Gott, in einem halben Jahr tut es auch noch. Ja. Was ist realistisch? Das ist tatsächlich immer unterschiedlich, je nach Patientenaufkommen. Also wir arbeiten natürlich die Fälle von oben nach unten auch ab. Wir priorisieren die da auch nicht wirklich, es sei denn, das sind Fälle, die sich halt rapide verschlechtern. Da muss man natürlich auch relativ zügig gucken. Aber das kann zwischen Wochen und auch Monaten dauern, bis der Patient dann an der Reihe ist. Das muss man schon fairerweise auch sagen. Man braucht eine Überweisung, man braucht Fragebogen, die auch von einem selbst und vom Hausarzt ausgefüllt werden. Und vor allen Dingen auch eine Empfehlung vom Hausarzt, ne, oder vom Facharzt, dass der
auch am besten noch sagt, hier, ja, wir denken, hier könnte eine seltene Erkrankung hinterstecken, um genau diese Filterfunktion dann auch zu haben. Jetzt kann ich mir als Laie vorstellen, wenn ich zu Ihnen mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit komme, wissen Sie sofort, was mir hilft. Ja, hoffe ich. Wenn ich aber jetzt eine seltene Erkrankung habe, die vielleicht nur 10 Leute in Europa haben, in Westeuropa, woher wissen Sie, dass Sie mir helfen können, wie Sie mir helfen können? Oder sagen Sie, ich weiß es auch nicht. Also wir kennen natürlich auch nicht jede Erkrankung, das muss man sagen. Wir arbeiten die Fälle auf, wir gucken, was an Diagnostik schon gemacht wurde. Wir fassen diese Diagnostik zusammen und dann werden diese ganzen Unterlagen in einer sogenannten interdisziplinären Fallkonferenz vorgestellt, also in einem an einem runden Tisch oder in einer Videokonferenz, je nachdem in welchem Format. Und dann wird dieser Fall verschiedenen Fachexperten präsentiert aus den verschiedensten Bereichen. Und dann guckt man, dass man einen entsprechenden Fahrplan dann auch für den Patienten zur Verfügung steht. Am Ende steht meistens dann auch die Genetik, weil die meisten Erkrankungen tatsächlich dann auch nur über die Genetik dann gesichert werden können. Über die Genetik spreche ich vielleicht noch mit Ihrem Kollegen. Wie muss ich mir das aber vorstellen, wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe, der sucht nach einer Diagnose? Was machen Sie denn anders? Sie suchen ja auch nur in Anführungszeichen nach einer Diagnose. Oder ist es bei Ihnen sozusagen Abenteuerdiagnose? Ein Abenteuer ist das immer, muss man sagen. Aber der Haus- oder Facharzt macht ja nichts anderes als wir. Wir haben mehr Zeit für die Patienten. Wir können uns mehr mit den Patientengeschichten, mit den Diagnostikschritten auseinandersetzen. Und das ist das, was wir anderes auch zur Verfügung haben. Wenn Sie in der Hausarztpraxis gucken, da haben Sie im Durchschnitt 7,5 Minuten pro Patient. Und wir haben tatsächlich viel, viel mehr Zeit. Also wir können, also eine Erstanamnese dauert bei uns zum Beispiel 1,5 Stunden. Ja. So schnell geht bei Ihnen gar nichts. Genau. Ich bin ja Gott sei Dank nicht betroffen, aber ich kann mir vorstellen, krank zu sein, keine Diagnose zu haben. Über Jahre, Jahrzehnte, das muss doch ganz schlimm sein. Ja, also das ist ja das, womit ich mich täglich auch auseinandersetze. Wir erleben die verschiedensten Geschichten, auch sehr, sehr tragische Geschichten natürlich. Aber teilweise, das muss man dem Patienten auch sagen, ist nach der Diagnosestellung natürlich auch nicht Schluss. Also eine Diagnose hilft in vielen Fällen natürlich für Heil- und Hilfsmittel beispielsweise, um eine Diagnose zu haben, auch bei einem Rentenverfahren beispielsweise, aber auch in einigen Fällen bei der Therapie, weil für einige seltene Erkrankungen gibt es natürlich auch schon Therapie. Ja, ich kann mir auch vorstellen, so für den Kopf spielt das eine Rolle. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der Betroffene auch so abgetan kommt, du spielst ja nur, du bist gar nicht krank und ja, was hast du denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Das ist auch ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Also viele Patienten gerade, ich hatte es vorhin schon gesagt, weil die Symptome sehr heterogen sind, weil die nicht zuzuordnen sind, landen sehr häufig auch im Bereich der Psychosomatik oder in der Psychoschiene, muss man sagen. Und da, gerade für diese Patienten, ist es ganz, ganz wichtig, dann über die Diagnosestellung natürlich einmal aus diesem Bereich rauszukommen, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch, um die Therapie dann möglicherweise zu bekommen. Also ich denke mir, das sind ganz, ganz dankbare Patienten. Jetzt habe ich Sie vorgestellt als Direktor des Instituts für digitale Allgemeinmedizin. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was heißt denn digitale Allgemeinmedizin? Also erstmal ist mir das ganz wichtig zu sagen, das ist halt ein Lehrstuhl, der die komplette Allgemeinmedizin abdeckt. Wir sind natürlich an der Technischen Universität und deswegen heißt es bei uns natürlich auch ein bisschen anders, also digitale Allgemeinmedizin. Aber wir haben natürlich einen großen Schwerpunkt, die Digitalisierung im ambulanten Bereich, aber natürlich auch verschiedene Diagnostikverfahren, gerade mit dem Themenbereich künstliche Intelligenz zu entwickeln und diese dann auch zu nutzen, um den Weg zur Diagnose zu verkürzen. Also nicht nur für die seltenen Erkrankungen, auch für die häufigen Erkrankungen. Wäre
Wären Sie damit einverstanden, wenn ich sagen würde, die digitale Allgemeinmedizin ist die modernere Allgemeinmedizin, oder würde das Ihren anderen Kollegen nicht gerecht werden? Ich glaube, dann kriege ich direkt E-Mails. Das würde ich so nicht stehen lassen. Ich glaube, beides einfach, das ist total wichtig. Wir laufen auf ein riesengroßes Problem in Deutschland zu. Wir haben immer weniger Allgemeinmediziner. Und in 8 Jahren werden wir über 50% weniger Allgemeinmediziner in Deutschland haben, weil so viele einfach in Rente gehen. Und deswegen bin ich so an der Digitalisierung interessiert, weil man natürlich auch die wenigen Ressourcen dann anders nutzen muss. Und das funktioniert nur durch digitale Technologien. Kurze Antwort vielleicht: Wie kann denn die Digitalisierung künftig Diagnose und Behandlung beeinflussen? Mhm. Also ich möchte es vielleicht an einem Beispiel zeigen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Wartezimmer Ihres Hausarztes, Hausärztin und füllen einen Fragebogen aus. Der ist digital, aber dieser Fragebogen ist so gut, dass er Ihnen sagen kann, in welche Richtung der Diagnose es gehen kann. Also durch spezifische Fragen erarbeitet die künstliche Intelligenz für Sie einen Diagnosevorschlag als Arzt. Und das ist das, was wir beispielsweise bei uns am Institut entwickeln. Aber auch beispielsweise Bilder vom Patienten. Also es gibt bestimmte seltene Erkrankungen, die zeichnen sich durch bestimmte Veränderungen, zum Beispiel im Gesicht oder am Körper aus natürlich. Und wenn Sie über ein Bild quasi vom Phänotyp, also von dem Bild, Körperbild, dann auf die Genetik schließen können. Das sind zum Beispiel Verfahren, die wir bei uns am Institut verfeinern und mitentwickeln. Jetzt wird es persönlich, Herr Möcke. Was war denn bislang Ihre seltenste Erkrankung, die Sie diagnostiziert haben? So muss ich sagen, ja. Das kann man gar nicht sagen, nein, richtig, weil es sind so viele verschiedene seltene Erkrankungen und die sind alle selten. Es gibt natürlich immer wieder spektakuläre Fälle. Und das sind nicht unbedingt, also die seltenen Erkrankungen sind natürlich häufig genetische Erkrankungen, aber es sind halt auch andere Erkrankungen, beispielsweise Infektionserkrankungen. Also laut Definition, die ich Ihnen vorhin gesagt habe, war beispielsweise auch Corona am Anfang mal in Deutschland eine seltene Erkrankung. Ja? Die sind vorbei, ja, ist jetzt eine häufige Erkrankung, aber zum Beispiel auch bestimmte Vergiftungen, Infektionserkrankungen, das sind meistens sehr spektakuläre Fälle, weil man da nicht so schnell drauf kommt. Aber auch die gehören in den Bereich der seltenen Erkrankungen. Lassen Sie mich trotzdem nochmal nachfragen. Was war Ihr größtes berufliches Erfolgserlebnis? Ja, gibt es, aber das war eine Patientin mit einer psychiatrischen Erkrankung, muss man sagen, einem sogenannten Münchhausen-Syndrom. Also die Erkrankung wurde tatsächlich erfunden, kann man nicht sagen, weil die sind ja krank, die Patienten, die das haben, aber simuliert. Und das ist auch eine seltene psychiatrische Erkrankung. Und da hat es unheimlich lange gedauert, bis dieser Fall aufgeklärt werden konnte und hat viele Professionen natürlich in der Uni gebunden. Und da waren wir sehr, sehr froh, als wir das dann aufgeklärt hatten, dass dieser Fall dann vom Schreibtisch war, muss ich sagen. Das größte Erfolgserlebnis. Das war eines der größten Erfolgserlebnisse, muss man sagen. Martin Möcke. Er ist seltenen Krankheiten täglich auf der Spur, Abenteuerdiagnose. Vielen Dank, Professor Dr. Martin Möcke. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Wer über seltene Erkrankungen spricht, der muss auch über Forschung sprechen. Und zwar Forschung in den Bereichen Humangenetik und Genommedizin. Auch dazu haben wir hier bei Medizin im Dialog Digital einen Experten. Herzlich willkommen, Professor Dr. Ingo Kurt. Herr Professor Kurt ist Direktor des Instituts für Humangenetik und Genommedizin. Und Herr Kurt, da kommt schon sofort die erste Frage. Bitte schön, was ist das? Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, was ist das? Was machen wir in der Humangenetik? Was ist Genommedizin? Also wir beschäftigen uns auch tagtäglich mit den seltenen Erkrankungen. Und bei einem Großteil, das hatten wir eben gehört, gibt es eben genau eine genetische Veränderung, die die Erkrankung macht. Und unsere Aufgabe ist so ein bisschen das herauszukriegen im Dialog mit der Patientin, mit dem Patienten, aber dann auch in Richtung Labordiagnostik, indem wir dann im Genom nachschauen, was ist die Veränderung, die die Erkrankung ausgelöst hat. Und so muss man sich das vorstellen bei uns. Wenn ich jetzt sagen würde, Herr Kurt ist Erbgutmediziner, würde es das treffen?
Also zumindest gucken wir im Erbgut, im menschlichen Erbgut, in der DNA nach Veränderungen. Und so eine DNA ist schon relativ komplex. Also letztlich ist die nur aus 4 Bausteinen aufgebaut, aber in jeder Zelle haben sie 3 Milliarden von diesen Bausteinen. Das heißt, entsprechend vielfältig können auch die genetischen Veränderungen sein. Und unsere Aufgabe ist eben dann zu gucken, im Vergleich zu gesunden Personen gibt es Abweichungen, die eine Erkrankung auslösen können. Welche Bedeutung hat denn das menschliche Erbgut bei der Erforschung und bei der Behandlung seltener Erkrankungen? Wenn ich das richtig weiß, fangen etwa 70-75% der seltenen Erkrankungen schon im Kindesalter an. Und ich schlussfolgere mal daraus, das hat irgendwas mit dem Erbgut zu tun. Ist das richtig? Ja, also häufig ist es so, wenn Sie die Veränderung quasi mit Geburt oder schon in der Entwicklung ja mit sich bringen, dann ist auch zu erwarten, dass Symptome früh auftreten, Fehlbildungen oder dann auch Dinge wie eine Entwicklungsverzögerung, Entwicklungsstörung. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass sich solche Erkrankungen erst später manifestieren, im Erwachsenenalter zum Beispiel, dass sie anfänglich gesund sind, dann eine Erkrankung entwickeln oder auch, dass einfach Risiken hoch sind, im Laufe des Lebens zu erkranken. Beispielsweise haben wir das bei den sogenannten Krebsprädispositionen, wo ich also eine Veranlagung habe, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich im Laufe des Lebens Krebs bekomme. 80% der seltenen Erkrankungen sind erbgutbedingt, alle? So schätzt man, genau, wobei das auch nicht so ganz trivial ist, da die Zahlen genau festzuziehen. Und das ist im Fluss auch dadurch, dass man immer mehr über genetische Eigenschaften und Genveränderungen lernt. Auch da meine Frage, habe ich Ihren Kollegen, Herrn Mücke, auch gefragt, so ein Beispiel, damit ich mir was darunter vorstellen kann. Ich habe in der Anzeige zu der heutigen Veranstaltung gelesen, es gab da einen Jungen, der mit 15 eine Speicherkrankheit die hatte er schon lange, aber da wurde sie entdeckt. Und das hat was mit dem Erbgut zu tun. Genau so ist es. Das muss man sich auch so vorstellen. Die Veränderung ist mitgegeben sozusagen, aber es braucht zum Teil eine ganze Weile, bis dann Symptome auftreten. Und in dem genannten Beispiel ist es so, das Ganze ist auch so ein schleichender Prozess, dass ich erst auch versuche, das irgendwie zu begründen. Sind die Symptome, die ich sehe, jetzt Teil der Pubertätsveränderungen, ist das normal, bis dahingehend, dass ich dann doch solche körperlichen Anzeichen habe, dass ich denke, da steckt mehr dahinter. Das heißt, da sieht man schon, der Weg kann lang sein, bis ich überhaupt das als Krankheit verstehe und bis es dann zu einer Diagnose kommt. Entsprechend, wenn es eine Therapie gibt, ist es eben enorm wichtig, dass ich zu einem frühen Zeitpunkt schon die Diagnose stelle. Gibt es denn in Ihrem Bereich Humangenetik Forschungsschwerpunkte? Oder lassen Sie, bevor ich die Frage gleich nochmal stelle, muss ich mir den Herrn Kurt als Forscher vorstellen oder auch als Mediziner mit Patientenkontakt, sage ich mal so? Tatsächlich beides. Also wir sehen in unserer genetischen Ambulanz tagtäglich Patienten, Patientinnen und man muss es sich auch als Team vorstellen. Ja, das mache ich nicht alleine. Also er wird nicht im stehen Kämmerlein. So ist es, ja. Und insofern der Austausch ist schon mal wichtig. Jeder kennt sich ein bisschen besser mit einem unterschiedlichen Schwerpunkt aus. Aber generell ist es so, man guckt erstmal, so wie wir es eben auch gehört haben, können wir den Verdacht stellen, dass es sich auch um eine genetische Erkrankung handelt. Und dann geht es eben in den Bereich der genetischen Testung, die heutzutage dann sehr ausführlich sein kann, bis hin dazu, dass ich ein gesamtes Genom auch analysiere und eben gucke, finde ich da eine Erbgutveränderung? Und da kommen wir vielleicht jetzt in den Bereich der Forschung. Das hatten wir auch gehört, es gibt eine Menge bekannter genetischer Erkrankungen, aber immer noch ein Riesenpotenzial in Genen, deren Funktion man bisher noch nicht versteht. Das heißt, auch da können Veränderungen wieder zu einem bislang unbekannten klinischen Bild führen. Und das ist dann sicherlich der zweite Teil, dass wir da versuchen zu gucken, was sind auch neue Genveränderungen, die eine Erkrankung auslösen. Ich würde noch mal gerne auf die seltenen Erkrankungen kommen, wie sie vorgehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie forschen Sie an seltenen Erkrankungen? Kann man da auch sagen, Sie suchen die Nadel im Heuhaufen?
Das ist so. Und dabei spielen aber auch Verfahren eine Rolle, die uns eine Hilfestellung geben, beispielsweise der Magnet, der die Nadel dann rauszieht, vielleicht so. Also, wir haben meist als Ausgangsmaterial die Blutprobe der Patientin, des Patienten. Das ist sozusagen der erste Schritt. Darin haben wir auch die Zellen, die DNA, also die Erbinformation enthalten. Es würde aber auch ein Haar, wie wir das aus Kriminalfilmen kennen, ja, absolut. Ein Haar würde oder ein Finger, ein Stück unter dem Fingernagel oder wie auch immer. Absolut, auch das geht im Notfall. Wir bevorzugen das Blut. Aber Sie haben völlig recht, manchmal braucht man sogar auch Vergleichsproben, ne? Eine Haarprobe oder sowas. Und diese Probe wird dann im Labor so aufgearbeitet, dass wir in der Lage sind, inzwischen in Hochdurchsatzverfahren alle Gene parallel zu analysieren oder auch das gesamte Genom. Und dann schaut man sich an, gibt es eben genetische Veränderungen im Vergleich zur, sagen wir, Kontrollbevölkerung, die dann erklären, warum es zu klinischen Symptomen kommt. Und das tun Sie nicht auf Papier und nicht am PC, sondern Sie haben ein NGS-gesteuertes System. Was ist dieses NGS? Das ist eine neue Technologie, mit der man in der Lage ist, das Genom sehr umfassend und schnell zu analysieren. Früher war das ein wahnsinnig mühsamer Prozess, auch nur ein einzelnes Gen. Braucht eine riesen Rechenleistung. Absolut. Und das ist dann aber auch die Hilfestellung, denn man muss sich vorstellen, von diesen eingangs genannten 3 Milliarden Basenpaaren, also Bausteinen, hat jeder von uns ungefähr 3 Millionen Veränderungen. Das ist so der Unterschied auch zwischen uns beiden. Das muss nicht krankheitsrelevant sein. Das wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Aber wenn man jetzt sagt, ich will die eine Veränderung finden, die jetzt von den 3 Millionen wirklich relevant ist, dann brauche ich Unterstützung und die ist heutzutage computerbasiert, wobei man sagen muss, auch der Blick der Biologin, des Arztes, ist immer noch erforderlich, um das einzuschätzen. Ne? Was bedeutet jetzt auch eine Veränderung? Das kann der Rechner nicht ganz allein. Sie sprachen von schnell. Was ist schnell heute? Schnell ist immer noch relativ langsam, wenn man sich vorstellt, für das gesamte humane Genomprojekt. Also die Entschlüsselung des ersten humanen Genoms hat man 15, 20 Jahre gebraucht. Im Prinzip ist es immer noch im Gange, wenn man so will. Heutzutage kann man das innerhalb von wenigen Wochen komplett analysieren, von der technischen Aufarbeitung sogar in wenigen Tagen, aber die Interpretation dauert immer noch recht lange. Das heißt aber auch, in dem Bereich müssen wir im Prinzip noch besser werden, gerade wenn es um kritisch kranke Kinder geht, ein Beispiel, dann sind auch diese Wochen schon viel zu lang gedacht. Dann möchte ich eigentlich innerhalb von wenigen Tagen, am besten Stunden, schon das Material komplett analysiert haben. Jetzt haben wir von Patienten gesprochen, die schon erkrankt sind. Mhm. Hilft diese Methode Ihnen auch in der Früherkennung? Dass man also ganz viel, also bevor die ersten Krankheitszeichen vielleicht da sind, dass man schon sagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Absolut. Das ist dann der Bereich der sogenannten prädiktiven Diagnostik. Ganz anschauliches Beispiel. Sie haben eine Patientin, die an Brustkrebs erkrankt ist und wir finden dann eine ursächliche genetische Veränderung. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass jemand anderer in der Familie auch noch die Anlage in sich trägt. Das heißt, ich kann dann gezielt bei Verwandten schauen, haben die auch diese Veranlagung. Wenn ich das weiß, kann ich die Patientin auch in ein sehr früh beginnendes und engmaschiges Vorsorgeprogramm reinbringen. Fällt das jetzt unter die sogenannten Nebenbefunde? In dem Fall wäre es kein Nebenbefund, weil die Fragestellung jetzt rauskam, wirklich aus einer Brustkrebsvorgeschichte in der Familie. Mhm. Aber Sie sprechen da ein wichtiges Thema an, denn indem wir breit gucken, erheben wir genau solche Nebenbefunde. Das heißt, Sie haben ein Kind mit einer bestimmten Erkrankung, können das vielleicht auch dann genetisch sichern, sehen aber parallel, dieses Kind hat ein hohes Risiko im Laufe des Lebens. Ein hohes Risiko, nennen Sie ein Beispiel für? Es kann dann so sein, dass Sie ein 80-prozentiges Risiko haben, im Laufe des Lebens an Darmkrebs zu erkranken. Das heißt, wirklich hoch.
Hier hat man sehr gute Vorsorgeprogramme. Das heißt, das kann durchaus hilfreich sein, so einen Nebenbefund zu erheben und den eben mitzuteilen. Ich wollte gerade sagen, wie gehen Sie damit um? Jetzt, Sie wissen eigentlich mehr, als man wissen wollte. Und sprechen Sie dann mit den Betroffenen oder mit den Eltern erziehungsberechtigt? So ist es. Also ganz wichtig ist im Vorfeld die Aufklärung. Da geht auch jeder natürlich anders mit der Thematik um. Was will ich überhaupt wissen über meine Veranlagung? Will ich wissen, dass ich ein hohes Tumorrisiko habe oder nicht? Wenn eingewilligt ist, dass solche Nebenbefunde mitgeteilt werden, dann ist es aber so, wir teilen momentan nur die Dinge mit, bei denen man aktuell eine Therapieänderung, Vorsorge auch anbieten kann. Denn sonst habe ich ehrlich gesagt nicht viel gewonnen, sondern habe nur eine tickende Zeitbombe in mir, kann aber gar nichts machen. Insofern ist das nochmal eine wichtige Unterscheidung. Haben Sie Patienten, die sagen, das will ich nicht wissen? Also im Vorfeld schon. Suchen gezielt ja, aber alles, was so nebenbei noch rauskommt, das will ich gar nicht wissen. Das ist so. Tatsächlich muss man sagen, die meisten wollen das mitgeteilt haben. Aber es gibt immer wieder, würde schätzen, so in der Größenordnung 5% unserer Patientinnen und Patienten sagen, ich möchte darüber hinaus keine Nebendiagnosen oder Nebenbefunde mitgeteilt bekommen. Und das muss man respektieren. Und für in der individuellen Situation kann das auch die richtige Entscheidung sein, absolut. Man könnte aber jetzt nicht umgekehrt zu Ihnen kommen können und sagen, ich habe zwar keine seltene Erkrankung, vermutlich nicht, aber ich will mal wissen, wie es in meinem Erbgut aussieht. Die Fragestellung gibt es auch. Gibt es auch, dass Patienten absolut Menschen an Sie herantreten? Absolut, aber das ist eigentlich der Bereich, den wir nicht in der Diagnostik sehen. Es gibt ja auch viele kommerzielle Anbieter, die solche Tests anbieten, mit einer eher schlechten Interpretation, was Varianten anbelangt. Also wir konzentrieren uns tatsächlich dann auf Menschen mit Verdacht auf einer seltenen oder Verdacht auf einer genetischen Erkrankung. Also jetzt nicht mal so allumfassend, da gehe ich mal zum Professor Ingo Kurt und lass mir da, das läuft nicht so. Nein. Wie häufig entdecken Sie denn eine vollkommen neue Erkrankung, wo Sie sagen, die hat noch vor mir keiner entdeckt? Gibt es das? Gibt es diese Beispiele? Ja, das gibt's. Und das sind natürlich auch die Momente, die besonders spannend sind. Das ist jetzt auch nicht so, dass das jeden Tag passiert. Ja, das sind eher seltenere Ereignisse, nenne ich es mal. Aber das ist natürlich extrem interessant, weil man dann was völlig Neues gefunden hat. Das heißt aber auch, wir bewegen uns immer noch im Bereich der seltenen Erkrankungen. Meist ist es so, ich brauche noch irgendeinen Beweis, dass es das auch ist. Das heißt, hier ist es immer wichtiger, dass man sich vernetzt, dass es Plattformen weltweit auch gibt, in denen man gucken kann, gibt es vielleicht noch jemanden irgendwo, der auch in diesem Gen eine Veränderung entdeckt hat. Und das hat zum selben klinischen Bild geführt. Und so findet man sich dann auch zusammen inzwischen, um zu sagen, okay, wir haben jetzt schon ein paar Patienten, das scheint also was Echtes zu sein. Also, wenn ich das vom Vorgespräch richtig weiß, so Pi mal Daumen, 10 Mal waren Sie der Erste. So um den Dreh. Und das macht wirklich Spaß, weil man das Gefühl hat, hier entstehen neue Dinge. Das ist ja sozusagen dann auch ein Anstoß, weiter zu gucken. Daraus kann sich viel entwickeln. Das ist für viele Leute dann auch wirklich toll zu wissen, was habe ich. Man schätzt das ein bisschen falsch ein. Es ist nicht immer dann die niederschmetternde Diagnose, es ist was Genetisches, sondern, das haben wir auch gehört, viele Leute sind extrem dankbar, wenn es zu einer Diagnosesicherung kommt. Das kann dann eben auch der Initialschritt sein, um überhaupt mal über Therapien etc. nachzudenken in dem Bereich. Abschlussfrage habe ich auch Ihrem Kollegen Herrn Lücke gestellt. Ihr größtes Erfolgserlebnis, gibt es das? Lassen Sie uns teilhaben. Das ist schwer zu sagen. Also letztlich muss man sagen, es macht total viel Spaß, dass man in einem Team arbeitet, was ganz verschiedene Facetten zusammenbringt. Ja, das sind die technischen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, das ist viel Bioinformatik, das sind Biologen, Ärzte, Ärztinnen. Und in diesem Team wirklich sich immer auf die Spurensuche zu begeben, das macht schon echt viel Spaß. Das ist für mich so eine
persönlich auch immer bereichernd. Vielen Dank, Professor Ingo Kurth, und weiterhin im Sinne der Kranken, bleiben Sie den seltenen Krankheiten auf der Spur. Vielen Dank, Herr Kurth. Dankeschön. Dankeschön, dass Sie da waren. Ja, das war unsere heutige Ausgabe von Medizin im Dialog Digital, heute zu dem Thema Krank ohne Diagnose, Hilfe bei seltenen Erkrankungen. Vielen Dank an unsere Experten, vielen Dank an Sie, unsere Zuschauer. Und wenn Sie alles nochmal nachlesen wollen oder mehr über Medizin im Dialog Digital wissen wollen, schauen Sie einfach online im Internet unter www.med.ukaachen.de. Vielen Dank und bis demnächst.